Moin Mädels! Moin Jungs! Mein Name ist Kate de Kalikoschinski. I have no hair on my Glatzinski, but I shine like a Diamondinski. Alla. Shine right a diamond. Am Videotitel kann man schon so ein bisschen erkennen. Es geht heute wieder mal ein bisschen ernster zu. Ihr habt es vielleicht jetzt so ein bisschen mitbekommen, vielleicht auch nicht. Ich hatte Burnout oder ich habe Burnout. Was das jetzt für mich bedeutet, was es für euch bedeutet und was es generell bedeutet, das erfahren wir jetzt. Wollen wir eigentlich so einen richtig geilen Trailer, der so richtig schlecht gemacht ist? Alex, du kennst dich doch mit schlecht gemachten Edits aus. Mach doch mal was Cooles, also was Schlechtes. Burnout. Naja, aber Spaß beiseite. Ich habe im November eine Streaming-Challenge gestartet, indem ich auf meinem Twitch-Kanal mir selber die Herausforderung gestellt habe, zu sagen, hey, ich streame diesen Monat jeden Tag. Es gibt ja so viele unzählige StreamerInnen da draußen, die sagen, Leute, ich streame einfach 50 Mal die Woche und ohne Probleme. Und ich dachte mir, das kann ja nicht so schwer sein, tatsächlich, wie ihr wahrscheinlich oder wie einige da draußen ja immer noch denken, dass der Beruf, den wir ausüben, gar kein Beruf ist und dass das ja auch alles nicht so schwer sein kann, habe ich mir dann gedacht, hey, jeden Tag Stream, das kriege ich hin. Das sollte möglich sein, das sollte mich ein bisschen runterbringen. Denn man muss dazu sagen, seit August war ich ziemlich unter Strom. Das bedeutet, ich habe seit der Gamevasion, vielleicht erinnert ihr euch, hier nochmal eine kleine Rückblende zur Gamevasion. Julian Bam ist essen. Cool, oder? Von Julian Bam. Ach, da ist das Loch. darf ich eine Kopfnuss-Transition machen? Ja, und seitdem stehe ich eigentlich ziemlich unter Stress. Was bedeutet Stress eigentlich für mich? Bedeutet eigentlich vielmehr, dass ich nicht aufhören kann, Dinge zu tun, weil immer wieder neue Dinge aufploppen. In meinem Beruf ist es so, ich habe eine Agenda, die ich die Woche über abarbeiten muss. Das bedeutet, ich habe entweder Meetings mit Gerrit, hier ein Bild von Gerrit. Das ist Gerrit. Gerrit ist mein Manager. Gerrit hat mich das gesamte letzte Jahr begleitet und mit mir die Brandkalle neu mit aufgebaut. Dazu sind natürlich super viele Dinge passiert. Dann gab es den Bus-Simulator, den übelst viele Leute gefeiert haben und den wir unnormal ins Endlose gepusht haben. Dann haben wir den Bus-Song gemacht. Dann haben wir ein Rebranding, ein optisches gemacht. Kanaloptimierung, was Overlays und sowas angeht. Neues Logo, neuen Merch-Store und all so ein Pipapo. Diese ganzen Sachen sind im letzten Jahr stattgefunden vor der Gamevasion. Dann kam die Gamevasion, die in der Vorbereitung natürlich schon einiges mit sich gebracht hat und auch in der Ausführung super stressig war. Ich war eigentlich 3 Tage nur unter Strom. Ich war die ganze Zeit gefragt. Ich war einer der gefragtesten Personen am Set, was mich natürlich ultra freut, weil ich es mag, wenn man mit mir zusammenarbeiten möchte. Aber ich habe mich doch total übernommen. Schon in dieser Woche, im August. Das ist schon einige Monate her. Wenn du jetzt mal auf den Kalender guckst, ist es nämlich January. Oder wie die Österreicher sagen, Jänner. Was soll das, Alter? Jänner? Wiener Schnitzel. Und dadurch hat sich dann das mit den Monaten immer weiter aufgestaut. Dann kamen neue Projekte hinzu. Dann gab es Kurzfilmdrehs. Zum Beispiel habe ich bei Hanno bei einem Far Cry 6 Dreh mitgemacht, wo ich da wieder so Pimp My Ride mäßig unterwegs war. Und oder darüber hinaus auch bei einem World of Tanks Kurzfilmdreh wieder, wo wir unnormal lustige Scheiße gemacht haben. Richtig dummer Derp-Shit, Digga. Was auch einfach super, super viel Zeit beansprucht hat. Das war zum Beispiel am 2. November zu Beginn meiner Streaming-Challenge, wo ich jeden Tag streamen wollte. Ich war 12 Stunden am Set, bin dann noch für 3 Stunden oder sowas live gegangen und habe einfach nur gemerkt, boah, das ist ganz schön anstrengend heute gewesen. Und das Problem, was ich einfach hatte, ist, dieses jeden Tag streamen, das ist an sich nicht das Problem. Aber dass ich die ganzen anderen Dinge nebenbei noch weitergemacht habe und versucht habe, das Level an Content weiter oben zu halten, das hat mir das Genick gebrochen. Über diese ganze Phase hinweg war ich einfach nur unter Strom. Ihr müsst euch vorstellen, ich war von August bis Dezember, bis zum 1. Dezember in einer Phase, wo jeden Tag 4 Meetings waren, wo jeden Tag 2 Aufnahmen waren und wo jeden Tag gefühlt ein Stream war. Oder natürlich ab November jeden Tag, aber darüber hinaus aber auch mehrmals die Woche. Und ich dann einfach irgendwie an den Punkt kam, wo ich Dinge hab schleifen lassen. Immer mehr. Also immer so ein Slightly-Effekt. Ihr habt das zuerst vielleicht auf meinem Zweitkanal mitbekommen. Da kam irgendwie alle paar Wochen ein Video, wo ich sage, ja, jetzt kommen aber Videos. Jetzt machen wir aber hier mal richtig Rambazamba. Und immer wieder kam nichts. Und das hat mich auch unglücklich gemacht, weil ich so dachte, das bin eigentlich nicht ich. Eigentlich schaffe ich das. Eigentlich bin ich mittlerweile in einem State, wo ich sage, das kriege ich auf jeden Fall hin. Aber ich habe es einfach nicht gemacht. Ich habe es einfach nicht hinbekommen, weil einfach alles zu viel wurde. Ich habe mir viel zu viel vorgenommen und ich konnte aber auch nicht aufhören, diese Dinge zu machen und weiter anzunehmen. Also
dieses Annehmen von Projekten, diese Anfragen, die reinkommen, sei es jetzt eine Werbekampagne oder sei es jetzt einfach nur, dass Hanno fragt, hey, ich mache ein Video, wie zum Beispiel das richtig lustige und gute Video zu Payday 2, was Ende des Jahres noch bei ihm kam, wo wir Haus des Geldes so ein bisschen nachgeahmt haben, wo wir dann auch den Synchronsprecher von Denver aus Haus des Geldes dabei hatten, was mega witzig war, was mega viel Spaß gemacht hat, aber was eigentlich ein Termin war, den ich nicht hätte wahrnehmen sollen, weil ich andere Dinge dafür nicht geschafft habe oder sie trotzdem gemacht habe und mir selber keine Ruhepausen gegönnt habe. Was ultra, ultra dumm ist eigentlich, weil ich möchte das, was ich hier mache, gerne noch ein paar Jährchen machen. Ich habe jetzt 2021 wirklich das erfolgreichste Jahr meines Lebens hinter mir gebracht, also rein beruflich und privat lief es auch super eigentlich. Schade, dass ich mir das dann so zerballert habe am Ende des Jahres, weil ich dann im Dezember tatsächlich nichts mehr auf die Ketten bekommen habe. Ich habe also mir über das ganze Jahr hinweg sehr viel vorgenommen, vieles umgesetzt und dann ab August nochmal so richtig Gas gegeben auf der Autobahn, immer schön 250 gedrückt und dann habe ich den Karren so ein bisschen gegen die Wand gefahren, weil da habe ich gemerkt, oh, der Sprit ist alle, ich kann nicht mehr weiterfahren, obwohl noch wirklich Strecke vor uns liegt. Ich habe es einfach nicht mehr hinbekommen. Dann habe ich am 30.11. habe ich einen Tweet abgesetzt und auch einen Community-Post hier auf YouTube gemacht. Hey, ich hatte einen Nervenzusammenbruch. Ich kann nicht mehr. Ich wollte gerade den Stream starten. Am letzten Tag meiner Streaming-Challenge wohlgemerkt, 30 Tage in Folge, da sagen andere Streamer, das ist ja lachhaft. Ne? Das schaffe ich doch easy. Aber wie gesagt, habe ich die ganze Zeit noch die ganzen anderen Videos gemacht und es war einfach zu viel. Und ich saß dann wirklich literally vor meinem PC zu Hause, vor meinem Streaming-Setup. Mega geil, alles dieses Jahr aufgebaut, richtig nice Setup. Ich saß da und dachte mir, nein, ich kann nicht. Ich hatte so eine richtige körperliche Blockade. Mein ganzer Körper, mein ganzer Geist, wenn man so möchte. Ja, ich weiß, der aussieht wie so ein Buddha gerade. Alter, hier. Aber es hat sich wirklich alles in mir dagegen gewehrt, diesen Stream zu starten. Obwohl es der letzte Tag war und ich nur, in Anführungsstrichen, so einen Party-Stream geplant hatte, wo ich ein bisschen Mucke anmache. Ich habe es ja auch mega oft angekündigt, wo ich ein bisschen Mucke mache und einfach so ein bisschen Party mache, den vergangenen Monat zelebriere, dass ich das quasi durchgezogen habe. Und am letzten Tag mache ich dann schlapp. Aber ich habe dann so mit mir selber so geredet und habe so gedacht, hey, Digga, schaffst du es nicht doch irgendwie? Ich wollte es halt unbedingt durchboxen. Ich wollte unbedingt diesen letzten Tag noch. Und dann habe ich halt so Gerrit, hier ist nochmal Gerrit, mit Wölbung. Wunderschöner Mann. Habe ich so mit Gerrit gesprochen und habe so gedacht, hey, sag mal, was hältst du davon? Ich bin halt voll im Arsch. Ich bin total überarbeitet. Ich weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt den letzten Tag dann abbreche? Und dann hieß es erstmal nur, das ist deine Challenge. So, wenn du dich nicht danach fühlst, du bist niemandem was schuldig. Und dann dachte ich so, ja, eigentlich hast du recht, aber ich will mich an mein Wort halten. Ich bin immer so jemand, ich will mich voll an mein Wort halten. Ich gucke gerade auf meinen Zweitkanal, Kalle Nonstop. Der verliert gerade Abos, weil da keine Videos kommen. Ich schon mehrmals versprochen habe, dass es da endlich wieder losgeht. Und ich es einfach nicht gemacht habe. Ich es einfach auch nicht auf die Reihe gekriegt habe, einfach meine Aufnahme zu setzen. Für mich so ein Zeichen, ich muss jetzt alle Gänge zurückfahren. Hab alles abgesagt, hab alles so gut es geht auf null runtergefahren. Es gab dann hier und da noch ein paar verkaufte Streams, die einfach schon länger geplant waren. Ich habe dann noch ein bisschen FIFA gemacht, so ein Monopoly-Stream. Aber ich habe wirklich nur das Nötigste gemacht und war einfach total, total fertig mit der Welt. Hab dann auch so, als dann wirklich die letzte Sache abgerundet war, ich denke, hier auf YouTube hat man es auch so ein bisschen mitbekommen, es sind dann weniger Videos geworden, ich war dann nicht mehr lustig vielleicht, ich war nicht mehr so energetisch. Ich habe mir auch die Kommentare alle durchgelesen und es gab dann schon ein paar, die dann gemerkt haben, Mensch, Kalle, irgendwie, du siehst total fertig aus. Ist auch das, was war. Also ich war komplett im Arsch. Also ich habe einfach mich selber, meine körperlichen und auch persönlichen, mentalen Bedürfnisse, Digga, einfach komplett nach hinten gestellt. Für mich war die Arbeit in den letzten Monaten immer sehr weit oben priorisiert und dann das Zusammenleben mit Pia. Und ich war dann einfach an dem Tag so weit, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Im Dezember über, wie gesagt, dann nur das Nötigste gemacht und mir aber dann auch Gedanken darüber gemacht, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Ich war kurz davor zu sagen, ich höre auf. Ich war wirklich einen Millimeter davon entfernt. Nicht nur, dass mir alles zu viel wurde, es wurde auf YouTube zum Beispiel alles weniger. Die Klickzahlen sind runtergegangen. Wenn ich gestreamt habe, habe ich teilweise für 300 Zuschauer gestreamt, wo sich jetzt viele von euch jetzt natürlich denken, Digga, du hast 300 Zuschauer. Wall Ahmed, das ist mega heftig, Bro. Was heulst du rum? Aber ich lebe davon. Das ist mein Beruf. Ich muss davon Leute bezahlen mittlerweile. Alex, mein Cutter. Hier ist ein Bild von Alex. Jetzt sucht Alex sich aus, was er zeigen will. Ich wette, Alex nimmt eine Katze, weil Alex ist ein dummer Wichser. Aber mit Alex zum Beispiel arbeite ich jetzt auch schon seit über einem Jahr zusammen. Oder schon
fast anderthalb oder sogar schon fast zwei. Ich weiß es gar nicht mehr, wann der das erste Mal für mich geschnitten hat. Aber der, da kommen wir gleich zu, wird jetzt sehr viel von meiner Arbeit weiter übernehmen und auch konkretisieren. Aber der muss natürlich auch bezahlt werden. Dann Gerrit, mein Manager, muss auch bezahlt werden, denn der arbeitet ja auch nicht umsonst für mich als Manager. Der muss natürlich auch sein täglich Brot bekommen und ich will natürlich auch von etwas leben. Dass ich mittlerweile ein Gehalt habe, was ultra gut ist, ist natürlich außer Frage. Ich denke, das kann sich jeder mittlerweile denken, wenn Videos von mir teilweise 100.000 Klicks haben und wenn ich Streams von zwischen 500 und 1.000 Zuschauern habe, da kann man schon mittlerweile was von machen. Die Angst ist immer da, dass wenn Zahlen droppen, wenn es mal runtergeht, weil ich wollte zum Beispiel mit dieser Streaming-Challenge auch so ein bisschen ausprobieren, ist Daily Streaming beispielsweise was für mich, kann ich davon theoretisch alleine leben und dann gibt es auf YouTube vielleicht nur noch Highlights. Das war so ein bisschen die Überlegung dahinter. Keine Angst, es wird hier nicht nur Highlights geben, das kann ich schon mal ausschließen. Aber zu dem Programm, was jetzt folgen wird, da kommen wir gleich zu. Ich wollte nur kurz meine Situation erklären. Ich möchte mich auch an die Leute da draußen wenden, die vielleicht ähnliche Gefühle haben, die vielleicht zu viel arbeiten, die nur noch für die Arbeit leben und vor allem die Probleme und die Sorgen und die Arbeitsaufträge und alles Mögliche, was sie auf der Arbeit bekommen. Und viele arbeiten ja mittlerweile auch im Homeoffice. Das bedeutet, dieser Gang nach Hause, dieses physische nach Hause gehen, wirklich Arbeit, Arbeit sein lassen und dann nach Hause gehen, das findet ja mittlerweile durch Corona und Homeoffice viel weniger statt. Das kann auch wirklich zu mentalen Problemen führen, weil man dann vielleicht auch einfach für sich selber nicht abschließen kann mit der Arbeit, weil dann vielleicht guckt man doch nochmal in die Mails, vielleicht ist man dann doch nochmal an der Sache dran, ach hier, da, die Sachen müssen wir nochmal losschicken und pipapo. Es hört einfach nicht auf, dann hat man immer noch doch noch diesen letzten Schliff, den man machen möchte. Dadurch, dass ich bei mir privat jetzt einfach die Situation so ergeben hat, dass ich nicht mehr alleine bin, ist es einfach so, dass ich natürlich auch auf jemand anderen mit schauen muss und gucken muss, hey, wie koordinieren wir jetzt unsere Arbeitszeiten, wie schaffen wir gemeinsame Freizeit oder auch Freunde. Freunde sind ja auch super wichtig. Ja, und diese ganzen Dinge muss man natürlich mit der Zeit auch balancieren. Jetzt ist es einfach so weit, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte für 2022 nochmal ein bisschen was anpassen. Es wird jetzt nicht grobe Änderungen für euch geben, gerade für die Leute, die mich gerne auf YouTube verfolgen und vielleicht auch nicht immer Zeit haben, den Livestream mitzuerleben. Die werden jetzt eigentlich nicht unbedingt eingeschränkt, sage ich jetzt mal. Aber es gibt wieder ein bisschen mehr Struktur. Denn ich habe im letzten Jahr versucht, 3 Videos die Woche zu machen. Das hat bis über sehr weite Strecken sehr gut funktioniert. Was natürlich mit reingespielt habe, ist dann sowas wie die Sülze. Der Bussimulator, der war dann irgendwie immer auf so einen Montag bei mir draufgelegt. Der hat auch natürlich super viel Stress mit rausgenommen, weil das so ein festes Format war. Und da musste ich mich eigentlich nur noch um einen weiteren Tag kümmern und da mir da irgendwas Dummes, Lustiges, wie auch immer, raussuchen. Das heißt, 3 Videos die Woche waren easy machbar und 2 davon hat bis zuletzt eigentlich auch immer Alex schon geschnitten. Das 3. war meistens ein Uncut-Video. Also, na, ihr seht schon, da war eigentlich nicht mehr so viel zu machen. Dann hatten wir zum Beispiel auch das Herzig-Format mit Max, wo wir da auch Geld gesammelt haben in Diablo 2 Resurrected, was auch ein Uncut-Format war, was dann auch einfach nochmal ein bisschen weniger Zeit gekostet hat. Für mich ist einfach so das Problem, ich hasse Premiere. Ich hasse Schnittprogramme mittlerweile so sehr, dass ich einfach gar keinen Bock mehr habe zu schneiden. Und jetzt kommen natürlich vielleicht so ein paar alte YouTuber um die Ecke und sagen, oh, ich habe schon 3000 Videos geschnitten und du hast hier gerade mal irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Videos habe ich auf dem Kanal, 500, 550, ich habe keine Ahnung. Ich sitze viel lieber nur vor der Kamera und mache dumme Scheiße. Aber damit das hier auf YouTube nicht aufhört, dass dumme Scheiße passiert, bekommt ihr zukünftig da auf jeden Fall weiter Material. Für mich war es einfach jetzt letztes Jahr zu viel. Das habe ich jetzt schon mehrmals erwähnt. Ich hatte teilweise echt Panik, jetzt gerade auch in den letzten Wochen, was aufzunehmen. Ich habe mich nicht so danach gefühlt, weil ich kriege super viele Nachrichten von euch und das freut mich total, dass Leute gerne bei mir einschalten, weil ich immer so lustig bin oder weil sie mich unterhaltsam finden, ja, weil sie bestimmte Situationen mitfühlen, je nachdem. Ne, oder weil sie sich auch für bestimmten Content einfach interessieren, den ich mittlerweile liefere. Dann kamen ja noch diese Sachen da hinzu, dass ich gerne ein bisschen mehr Musik gemacht habe letztes Jahr. Also gerade letztes Jahr kamen ja echt einige Songs, gerade zu Silvester, dann Hyper Hyper Mama Mia, dann gab's den Busfahrer-Song, ne? Kastrop X Spandau mit Eskimo Callboy hat für mich nochmal so diesen Klicker-Effekt gehabt, wo ich gesagt habe, ja, ein bisschen mehr Mucke machen, auch in diesem Jahr würde ich mich sehen. Da kommen wir zu einem anderen Zeitpunkt nochmal zu.
nicht heute, aber da wird es wahrscheinlich auch was geben. Denn ich habe ultra viel Spaß daran, Musik zu machen. Ihr habt offensichtlich auch viel Spaß daran, Musik zu machen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch gerne nochmal den letzten Jahresrückblick an. Ich habe nämlich auch dieses Jahr wieder einen Song gemacht mit Perictus, der den Spandauer Hardbass gemacht hat. Da kommen wir auch wieder zu einem Thema. Spandauer Hardbass 2 war jetzt auch wieder mehrmals geplant. Durch Corona alles wieder nicht möglich gewesen. Habe mich auch mega frustriert. Das Ding liegt seit anderthalb Jahren ready auf dem Platz und keiner kann es sich anhören, weil Corona. Und wir kein ordentliches Video drehen können. Und dann bringt mir das auch nichts, wenn Leute dann sagen, ja, dann mach doch so eine Corona-Version, jeder vom Greenscreen. Nein, das ist nicht der qualitative Anspruch, den ich habe. Ich will, dass es ein richtig geiles Banger-Video wird. Jetzt genug geschnackt. Overall, Burnout ist eine super gefährliche Sache. Für mich hat das erstmal bedeutet, ich kann mit der Arbeit nicht abschließen. Viele Leute verwechseln das vielleicht oft mit, ich habe Angst, ich traue mich nicht rauszugehen. Das sind alles Symptome, dieser Effekt, diese Krankheit, die da entsteht oder die man da hat, ist, nicht loslassen zu können. Immer weiterzumachen und sich über ein Limit hinaus zu pushen quasi. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr so eine Luftdruckanzeige mit so einer Nadel seht, die ist schon die ganze Zeit auf Maximum und knallt irgendwann durch, weil ihr einfach immer weitermacht und irgendwann brennt euch die Sicherung durch. Dann von heute auf morgen merkt ihr einfach, ich kann nicht mehr. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann mit meinem Leben gerade nichts mehr anfangen. Ich habe tagelang im Bett gelegen und selbst das war schon anstrengend für mich. Nur darüber nachzudenken, dass ich eventuell jetzt was nicht mache. Es war schon zu viel für mich, darüber nachzudenken, ob ich mit den Hunden rausgehe oder ob ich Pia frage, ob sie das macht. Es war schon zu viel für mich, darüber nachzudenken, ob ich den Tisch, der gerade ein bisschen unordentlich ist, aufräume, weil es einfach eine Aufgabe war, die ich nicht mehr meistern konnte, die meinen Kopf einfach nicht mehr mitgemacht hat. Es war also wirklich schon an einem extremen Stadium und ich habe so gedacht, hey, ich lasse jetzt mal eine Woche ausfallen, dann geht's wieder. Aber ich habe auch da gemerkt, nein, es geht leider nicht. Und auch diese Woche, beziehungsweise letzte Woche, weil heute ist Montag, habe ich jetzt gar kein Video hochgeladen. Ich hatte so ein richtig schlechtes Gewissen. Obwohl das wohl mal gehen muss, aber YouTube und Twitch und diese ganzen Social Media Plattformen, die sind einfach so ein bisschen darauf ausgelegt, dass du immer Präsenz zeigst. Ich liebe das hier. Ich finde dieses vor der Kamera sitzen, dumme Faxen machen. Ich habe so lustige Projekte noch vor. Ich habe echt noch einiges zu tun im Internet. Ich glaube, ich bin jetzt nicht kurz im Absprung, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, ich war einen Millimeter davon entfernt, alles hinzuwerfen. Ich weiß, es war jetzt alles sehr viel Input. Ich hoffe, ihr habt aber trotzdem ein bisschen Verständnis dafür bekommen, wie meine Situation jetzt war. Hab mich nicht gut gefühlt. Es geht jetzt wieder bergauf und ich habe einen neuen Plan für dieses Jahr aufgestellt. Ich glaube, letztes Jahr im Februar habe ich ein ähnliches Video gemacht. Das hieß irgendwie so nach dem Motto, ich habe mich komplett gehen lassen. Da geht es so ein bisschen darum, dass ich einfach gepennt habe und ja. Paint! Ja, ich habe letztes Jahr meinen YouTube-Plan, mein Twitch-Plan via Paint gemanagt. Okay, das ist jetzt ein gerader Strich. Und dann machen wir nochmal hier so einen. So, zack. Das heißt, wir haben jetzt zwei Felder, auf denen wir uns bewegen. Das eine Feld wird auch nochmal geteilt. Ja, das passt. Das sollte langen. YouTuber-Probleme. So. YouTube und wir haben Twitch. So, das sind diese beiden Bereiche, auf denen ich mich hauptsächlich bewege. Es gibt auch super viele Leute, die mittlerweile in meinen Twitch-Stream kommen und sagen, Kalle, bist ja unnormal ruhig, Bro. Die Leute, die unter euch auch mal den ruhigen Kalle oder den ruhigeren Kalle ein bisschen erleben wollen, schaut doch mal auf Twitch vorbei. twitch.tv/Kalle, Digga. Well, ey. Und dann gibt es noch Kalle Nonstop, so heißt der Kanal. Alex, zeig's doch mal eben, wie der aussieht, damit die Leute das sehen. Also, es gibt Kalle und es gibt Kalle Nonstop. Das sind zwei verschiedene Kanäle. Das hier ist der erste, das ist hier da, wo ihr das Video gerade seht. Und das ist der zweite, der, wo Alex euch gerade gezeigt hat. Wir machen drei Videos die Woche. Das ist jetzt vorbei. Gebe ich mir nicht mehr die Scheiße. Wir machen jetzt nur noch zwei Videos die Woche auf dem Hauptkanal. So richtige Knatterkiste. Da brauche ich jetzt eine kleine Umschwungzeit. Das sage ich jetzt schon mal vorweg. Aber wir planen zum Beispiel immer montags 18h. Alex, musst du zusehen, dass du bis da mit den Scheiß-Videos immer fertig bist, weil sonst will ich auch nochmal drüber gucken. Es reicht mir langsam. Montag 18 Uhr. Freitags 18 Uhr. Am Montag ist unser Simulator-Tag. Hast du da was Schönes gemacht? Da kommt jetzt nicht nur Bus-Simulator, bevor ihr da jetzt rumheult. Nicht jeden Tag. Es reicht langsam. Aber der Simulator-Tag, der bietet uns Möglichkeiten, unseren Horizont auch so ein bisschen zu erweitern. Auch unser berufliches Erlebnis, was wir im Bus-Simulator jetzt das ganze Jahr über für uns erwirtschaftet haben, auch mal auf andere Berufe zu übertragen. Das Ganze findet nicht immer unbedingt alleine statt, aber vielleicht ein bisschen aufwendig. Deswegen brauche ich auch so eine kleine Übergangszeit. Das bedeutet, die nächsten Wochen bekommt ihr wahrscheinlich noch ein bisschen alte Videos, also jetzt nicht alte Aufnahmen, aber so im alten Stil, die nicht so ganz aufwendig sind, denn zukünftig wird es so sein, da wird ein bisschen mehr Energie reinfließen, auch von meiner Seite ein bisschen mehr Man- oder Girl-Power und das ist auf jeden Fall was, was ich auf jeden Fall anstrebe. Also ein bisschen mehr eskalieren in den Videos, zum Beispiel mal ein Flight-Simulator.
Oder Feuerwehr. Je nachdem, was gerade so geboten ist. Wenn ihr da coole Simulatoren findet oder was gesehen habt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wir haben den Simulator Montag und den Bullshit Freitag oder Ficky Ficky Freitag. Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. Irgendwas werden wir schon finden. Aber der Simulator Montag, der ist auf jeden Fall da. Wenn ihr Bock auf meinen Content habt, wenn euch das interessiert, dann schaut Montag und Freitag um 18 Uhr jeweils mal auf diesem Kanal hier vorbei. Vielleicht ist was dabei, was euch interessiert. Wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung. Aber wenn ihr Zeit habt, dann macht es gerne. Haltet bitte eure dumme Fresse. Dienstag, wir haben Mittwoch und wir haben Donnerstag. Wieso kriegt der keinen Punkt? Was hat der Dienstag? Donnerstag und das sind 3 Tage. So, an diesen 3 Tagen haben wir ein bestimmtes Let's Play für euch auf meinem Zweitkanal. Let's Play. Ja, jeden Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Das bedeutet, wir suchen uns ein Spiel raus. Ich habe auch da wieder eine Liste. Die kommen an diesen bestimmten Tagen jeweils immer um 18 Uhr. Kalle lädt um 18 Uhr Videos hoch. An jedem Tag, wie ihr bisher seht. Haben wir aber ja noch den Samstag und den Sonntag. Und da kommen dann andere Dinge. Da kann wirklich alles kommen. Da kann auch mal ein 2 Minuten Handyvideo kommen. Yo, ich sitze gerade heftig am Scheißen auf dem Klo. Oder wir machen mal wieder so eine Fragerunde. Vieles kommt davon. Uncut soll an diesen 2 Tagen kommen. Kann auch mal sein, dass aus meinem Stream, wo wir jetzt zu kommen, mal so Highlight-Runden kommen. Oder so 1 Stunde Real Talk oder irgendwie sowas. Damit wir uns nicht auf diesem Kanal nur auf eine Sache immer festfahren. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, die Leute wollen immer nur eine Sache sehen, wollen immer nur Horror und Pipapo. So variieren wir das ein bisschen. Das bedeutet, unter der Woche bekommt ihr immer euer Let's Play, das, was wir gerade halt spielen. Zum Beispiel Poppy Playtime diese Woche anfangen. Also morgen kommt dann das erste Video. Ich habe jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, noch keine Sekunde gespielt. Dann am Samstag und Sonntag kommt dann eine ganz andere Sache. Ich will ein bisschen mehr streamen, nicht zu viel. Aber da habe ich mir überlegt, da gibt es jetzt 4 Tage, an denen wir Dinge machen. Und zwar haben wir zum einen Dienstag, Mittwoch, dann haben wir den Donnerstag und dann haben wir den Freitag. Dienstag und Freitag, die gehören uhrzeittechnisch zusammen, denn da sind wir um 16 Uhr jeweils live. Das Ganze kann sich allerdings nochmal anpassen. Mittwoch und Donnerstag sind wir jeweils ab 10 Uhr live auf Twitch. Und ich habe mir vorgenommen, da kam ich jetzt gerade zu, wo wir jetzt über den Zweitkanal gesprochen haben, dass ich jetzt einen Monat lang jeweils, das ganze Jahr über, mir einen Titel raussuche, den ich ein bisschen reingrinde, wo ich ein bisschen reinzocke und versuche, besser in diesem Spiel zu werden. Ich bin ja von einem zum anderen gesprungen. Ich hatte nichts Festes. Ich war wirklich Polygam des Todes auf Twitch. Und das möchten wir ein bisschen Monogamie schaffen. Ich möchte mich also an einzelne Games ein bisschen mehr binden. Und das schaffen wir, indem wir uns 2 Tage mindestens raussuchen, an denen ich ein Spiel grinde. Auch da wird es Variationen geben. Das heißt, ich werde jetzt nicht auf Twitch an diesen 4 Tagen immer nur dieses eine Ding machen. Zum Beispiel mittwochs gibt es jetzt eine Among Us-Gruppe, in der ich bin. Mit Anfängern und mit Rollen. Da ist zum Beispiel Johnny dabei. Ich will jetzt ein Bild von Johnny sehen, Alex. Sonst fliegst du raus. Freiraumreh. Packst du dahin. Crunchy Cupcakes. Autofill. Bröki. Halle. Das bin ich. Ich bin hässlich. Wer ist denn noch dabei? Ja, sind noch andere Leute dabei. Und das ist quasi Ditte. Ich hoffe, dass das der Alex für euch jetzt alles komprimiert. Die ganze Story. Es wird wahrscheinlich ein bisschen längeres Video. Ich finde meine Präsentation mal wieder astrein. Mir da gerne eine Bewertung in den Kommentaren. Also, ihr könnt da gerne Sternchen verteilen. Sternchen-Emojis will ich jetzt sehen. 4 oder 5 sind ja wohl mindestens drin. 5 ist das Maximum. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderschönen Montag. Ich hoffe, wir sehen uns am Freitag hier auf diesem Kanal im nächsten Video wieder. Morgen gerne auf Twitch und auf meinem Zweitkanal. Und was ich noch abschließend sagen möchte, bevor jetzt wieder Leute denken, Kalle, du hast ja gerade quasi dein Burnout-Szenario für nächstes Jahr wieder aufgemalt, weil du hast ja noch Events und hast du nicht gesehen. Diese ganzen Sachen, die auf YouTube stattfinden, das macht alles der liebe Alex. Ich lade ihm eigentlich zum Beispiel auf dem Zweitkanal nur die Aufnahmen hoch. Er macht mir ein Thumbnail, er macht mir einen Titel. Also wenn die Titel und die Thumbnails scheiße sind, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann kann ich ihn dafür blamen. Auch die Videos für den Hauptkanal wird auch er jetzt zu 100%. Da fehlt ein R. Wen hat das den ganzen Tag getriggert, dass dir das R fehlt? Jetzt machen wir schön in rosa. Hier. Ja, danke fürs Zuhören, falls ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ich freue mich auf ein tolles Jahr mit euch. Mir geht's jetzt auch wieder besser. Euer K to the Kaleko Scheiße. Well, A to the Brave Way. Und ja, falls ihr noch eine Frage an mich habt, schreibt's auch gerne runter. Habe ich jetzt eigentlich schon gesagt, was am Freitag passiert? Da kann alles Mögliche kommen. Ich habe das, in meinem Kopf war das so schlüssig. Montag-Simulator, Freitag, doch, ich habe gesagt, alles Mögliche, dumme Scheiße. Ja, doch, habe ich gesagt. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.